Welle plötzlich eintritt. Ein Unternehmer stirbt. Und was passiert dann mit der Firma? Eine heikle Angelegenheit, mit der sich natürlich nicht jeder gerne beschäftigt. Und dennoch, Vorsorge muss sein. Warum, wie und was es dabei zu beachten gibt, erfahren Sie in unserem Beitrag. Unternehmer Joachim Wohlfeil kann mit seinem Handwerksbetrieb für Blechnerei und Installationsarbeiten in Rheinstetten auf eine lange Historie zurückblicken. Was vor über 50 Jahren als Ein-Mann-Betrieb seines Vaters begann, ist heute ein Meister- und Ausbildungsbetrieb mit über 50 Mitarbeitern. Der Mittelständler weiß um seine Verantwortung gegenüber seiner Familie und auch seinen Mitarbeitern. Selbstbewusst hat er für den Fall der Fälle vorgesorgt und seinen letzten Willen sorgsam geplant. Ja, man hat ja als Unternehmer und als Familienvater zweimal Verantwortung. Einmal hat man die soziale Verantwortung für den Betrieb, für die Mitarbeiter. Im anderen hat man die Verantwortung für die Familie. Und deswegen muss man da so ein bisschen zweigeteilt denken, damit es passt. Und die Nachfolge muss eingeplant werden. Und doch, das ist halt ein Prozess, wo man, sagen wir mal, über Jahre hinweg durchdenkt, immer wieder neu durchdenkt, und daraus ergibt sich dann nur so eine gewisse Strategie für eine Testamentplanung. Der Unternehmer hat seinen Nachlass vorbildlich geregelt und sein Testament rechtsgültig verfasst. Was es dabei zu beachten gilt, weiß Professor Dr. Andreas Frieser. Ein rechtsgültiges Testament kann man sehr einfach verfassen, im stillen Kämmerlein für sich, handgeschrieben, unterschrieben, ist wirksam. Andere Möglichkeit, man geht zum Notar. Wichtig ist, dass das Testament verwahrt wird, dass es gut aufbewahrt wird, dass man es wiederfindet zum Zeitpunkt des Erbfalls. Sicherste Methode, beim Nachlassgericht hinterlegen. Neben einer rechtsgültigen Form sind auch die Formulierungen im Testament von großer Bedeutung. Deswegen sind auch Rechtsanwalt und Steuerberater wichtige Ratgeber in der Angelegenheit. Eine Beratung durch Anwalt und Steuerberater empfiehlt sich deshalb, weil ich aus der Erfahrung weiß, viele Menschen, die einen letzten Willen errichten, mehrdeutige Formulierungen verwenden. Oft meint das Gesetz etwas anderes, als der Privatmann mit seinen Äußerungen zum Ausdruck bringt. Deshalb ist es sinnvoll, die Möglichkeiten, die das Gesetz zur Verfügung steht, und die Formulierung von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Joachim Wohlfeil hat in seinem Testament die Aufteilung von Privat- und Geschäftsvermögen an seine Erben ganz klar definiert. Auch die Einteilung der Verantwortlichkeiten hat er lückenlos für die Geschäftsnachfolge und Familie festgelegt. Und das haben wir also so, ich sage mal so, wie ein Kuchenstück fein aufgeteilt, sodass im Endeffekt jeder zufrieden sein kann und vor allen Dingen jeder den Verpflichtungen nachkommt. Und das Unternehmen, und das war mir natürlich ganz wichtig, das Unternehmen auf sicheren Beinen steht, sodass die 52 Mitarbeiter weiterhin einen sicheren Arbeitsplatz haben. Um auf der sicheren Seite zu sein, planen viele Unternehmer, ihren Nachlass von einem Testamentsvollstrecker verwalten zu lassen. Es empfiehlt sich, einen Testamentsvollstrecker einzusetzen in seinem Testament, weil man auf diese Art und Weise sicherstellen kann, dass der letzte Wille umgesetzt wird. Je komplexer etwa die Vermögensstruktur, die Aufgaben im Unternehmen sind, umso mehr empfiehlt es sich, einen Testamentsvollstrecker hinzuzuziehen. Oft werden Steuerberater oder Rechtsanwalt für diese sehr vertrauensvolle Aufgabe im Testament von Unternehmern eingesetzt. Auch Joachim Wohlfeil setzt im Fall der Fälle auf seinen Steuerberater. Ich habe den Steuerberater deswegen eingesetzt, weil ich jetzt schon über 35 Jahre mit diesem Büro zusammenarbeite und wir eigentlich die Zahlen auswendig austauschen können. Und er kennt mich, ich kenne ihn, und somit ist das auch eine Vertrauensfrage. Und Vertrauen war für mich wichtig, einmal für den Nachfolger, dass man da ein vertrauensvolles Verhältnis hat, zum anderen zur Familie und letztlich dann zum Steuerberater. Und dieses Trio muss passen, und somit würde ich sagen, ist das die gerechteste Lösung für alle Beteiligten.